Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, ich habe noch gar keinen Plan, was ich jetzt eigentlich machen will, genau. Also ich würde gerne einmal... Ja. Den Käfig vor unserer Haustür wollte ich ja noch wegmachen, ne? Wegmachen. Ergänzen. Wegmachen, Dann brauchen wir noch Holz und dann würde ich gerne Holzstachelfallen machen für den Blood Mode. Ach ja. Der kommt ja auch bald. Ja, ich würde gerne... Ich habe so das Gefühl, dass wir das nicht schaffen. Ja, es sieht schlecht aus, ne, mit dir als Team. Was? Pass mal auf, Jo. Was? Wer bist du, dir das Recht rauszunehmen? Ja, genau. Wer wagt es, sich solch ein Recht sich rauszunehmen? Ich glaube, du spinnst langsam ein bisschen. Ich habe noch eine Idee für diese Staffel. Nee, kacke. Nee, die ist gut. Bringt denn hier die Poffel? Und zwar, wie wär's denn, wenn du mich nur noch mit mein Kaiser ansprichst? Ja, mein Kaiser. Sehr gerne, mein Kaiser. Ein Anna Murmel, ey. Auf jeden Fall, mein Kaiser. Waren die eben schon da? Was sagst du denn zu diesem Vorschlag? Nix. Na, lieber vorgeschlagen als nachgeschlagen, ne? Achtung, ein ganz tiefes Niveau fädelt sich ein. Oh ja, sind schon angekommen, ey. Noch tiefer geht nicht, ey. Der sieht optisch nur anders aus, ne? Haben wir noch Pflasterstein? Wirst du gleich merken. Mich fleucht, dass das eine indirekte Bedrohung meiner Wenigkeit war. Wo bist du denn? Ich bin drinne. Unten. Und wo kam denn jetzt das Geräusch? Holzstachelfallen. Kannst du mal mit nach hier vor? Nein, hat sich erledigt. Ich meine den Zombie. Ja, ist schon tot. Mist. Du musst unbedingt mal mit auf den Balkon kommen, wenn diese Zombies kommen. Ich möchte mal wissen, ob die jetzt überhaupt die Brücke da nehmen. Beim Blutmond. Nicht, dass wir bauen hier, weißt du, die hauen unten die Wände kaputt. Kann passieren. Ja, aber was machen wir denn dann? Weiß ich doch nicht. Warum nicht? Ich habe mich so auf deinen weisen Rat verlassen. Ich dachte, in all deiner grenzenlosen Weisheit wirst du uns die Lösung bringen. Nö. Wie kann ich noch mal gucken, was das bringt hier? Keine Ahnung. Koch's jetzt einfach. Was denn? Speck mit Eier. Was das an Nahrung bringt? Allgemein so. Ich glaube, wenn du es anklickst, das Buch anklicken, ne? Hab ich. Und, was sagt's? Nix, nur dass mich das satt macht. Ja, das ist immerhin etwas, ne? Also, bisschen mehr Dankbarkeit für diese Feststellung. Nö. Aha. Aber wieso? Wir brauchen unbedingt Wasser. Ja. Naja, das ist auch cool. So. Ich bin mit diesem Abstand von unserem Käfig zu dem, wo die Zombies denn hingehen, nicht ganz konform. Also muss ich sagen, wie es ist. Da hast du Scheiße gemacht. Ja, das ist mir irgendwie zu dicht. Soll ich das nochmal abreißen? Du machst das immer vorm Blutmond. Du reißt grundsätzlich Sachen vorm Blutmond ab.
Weil das hört sich ja fast so an, als ob du ein Problem damit hast. Ein bisschen. Dezent. Wieso? Ja, frag noch so. Ist dir das alles ein bisschen zu knapp? Eigentlich sollten wir Federn sammeln, ne? Ja, es ist... Ja. Eigentlich schon. Und Wasser. Können wir hier und da die Dachkante noch wegnehmen? Damit wir da gerade gehen können? Ja, wo du bist. Aber ich glaube, das stört gar nicht, ne? Nein! Oh, nee. Ich hasse es, mit Leuten befreundet zu sein, die ich nicht mag. Welche Kante willst du wegnehmen? Was? Ach ja, bist du. Nee, hat sich erledigt. Das hast du nicht gesagt, hier war irgendwo ein Bach oder so? Oder ein See? Sagtest du da nicht irgendwas? Ein Graben ist hier vorne gleich. Da. Ja, aber ohne Wasser, oder? Nein, da ist Wasser drinne. Wo? Hier vorne, da, wenn du hier da hingehst, da Richtung gelbes Haus hier, noch vor der Straße. Hä? Da, oh Gottes Willen, oh mein Gott. Da hättest mir aber denn? Fast mir, die Waden verrissen, du. Bist du denn? Hier. Hä? Ah nee, Tatsache, hier ist kein Wasser drin. Ja. Ey, der will mich noch verarschen. Das ist ausgetrocknet, der See. Ja, hab ich doch gesagt, dass hier kein Wasser drin ist. Ja, nee, auf die Kanalisation ist kein Verlass mehr, ne? Auf dich auch nicht. Da kann ich doch nichts für. Die Zombies spülen zu wenig. Aber. Ich, oh Gott, habe ich mir erschrocken. Ach so, nee, der andere Graben hat Wasser. Hier, komm mal mit. Ah, wo bist du jetzt? Auf der anderen Seite vom Schützengraben. Wo ist hier Wasser? Komm mit. Warte. Ich habe eine Wünschelrute. Hier gibt's kein Wasser. Doch. Folge meiner Wünschelrute. Badespaß. Ah, oh, toll, ey. Und er, weißt du, wir verdursten hier immer. Ja, Tatsache, mit ihr kannst du trinken. Oh. Nein. Ich finde die Geste cool, die du machst, so richtig gehoben, so. Wie viel muss ich denn trinken, bis mein Magen voll ist eigentlich? Ja, Wasser. Ich könnte es jetzt nachgucken oder ich trinke einfach so ein bisschen. Kann ich jetzt irgendwas mit dem Wasser machen? Mit E trinken. Mensch, in meinem Eimer. Ach so, woanders hinkippen? Ah, Loch buddeln. Hä, hey, kipp doch bei uns in den Graben. Ja, mach ich doch. Ich kann nicht trinken. Du musst nach unten gucken und dann so ein bisschen hin und her und dann steht da irgendwann E. Mach ich. Hier steht kein E. Ich trinke den Graben leer, damit du nichts davon abkriegst. Das ist mein Wasser. Hey, jetzt kann ich auch nicht mehr. Doch, hier ging's eben. Hey, wieso kann ich nicht trinken? Versuch mal hier vorne. Guck mal hier, ob das Dunkle. Geht nicht. Nein, weiter zurück. Hier hinstellen. Schau mal einer an. Ich trinke schon wieder. Ich nicht. Geh mal weg. Vielleicht, weil ich jetzt gerade keinen Durst habe? Nee, trinken kannst du immer. Bis die Blase platzt. Ich kann nicht trinken. Okay, du buddelst also unter Wasser. Ey, guck mal, das Wasser bleibt konstant trotzdem. Also du hast keine Flusswirkung oder so. Also ich kann von hier aus kann ich trinken. Hä, wieso kann ich nicht trinken? Mit E, ne? Ja! Mein Gott, ey, meinst du, ich bin doof? Das ist der Buchstabe rechts neben W. Ja. Ich kann nichts trinken. Toll, jetzt wirst du verdursten, weil du doof bist. Nö, ich hab ja noch einen Eimer Wasser. Nee, aber dein Charakter ist doof. Deiner ist scheiße. Du hast... Ich meine dein Spielcharakter.
Er ist nicht mal in der Lage, da die Hand ins Wasser zu halten. Naja, vielleicht hat er ja auch gerade keinen Durst. Doch. Weil ich gerade getrunken habe? Nein. Ich will das nicht. Ich gestatte es nicht, Jasmin. Mama. Würde hier vielleicht mehr Sinn machen, oder? Ach, ich hab wieder kein Holz, Jasmin. Ich geh mal Bäume fällen. Kann ich denn schon wieder Punkte investieren? Einen. Hauptader. Geht nicht. Spülbecken und Toilette, ey. Ein Loch im Boden. Ja. Das ist nicht gut. Was machst du denn, cooles Jasmin? Ja, ich dachte, ich kann das Trinken irgendwo drinnen machen. Aber... Kannst du den Eimer nirgendwo hinkippen? Doch, aber nicht drinnen. Wieso nicht drinnen? Was passiert, wenn du es drinnen hinkippst? Du musst das in ein Loch kippen. So, jetzt können wir hier unser Wasser reinmachen. Wie das aussieht. Ja, wir bauen einen Jacuzzi. Ah nee, ich wollte noch Holz hacken. Ach, Jasmin, du bringst mich ganz durcheinander. Warte, wo war das Wasser nochmal? Im Bach. Na, lustig. Hallo, Frieda! My goodness. Oha. Oha. Ja. Jasmin, ich habe gerade eine Schandtat betrieben. Ich habe den Kopf einer Dame gespalten. Lass mal noch nicht trinken. Aber sollte erstmal reichen, vielleicht, ne? Buddelst du? Ja. Okay. Warum? Nur so. Ach, da hinten bist du. Ja, ja. Ich hab hier einen Dicken. Jetzt hab ich Durst. Jetzt versuche ich das mal hier. Hä, ja, wieso? Ich glaube, der Dicke hat mich. Wieso kann ich denn nicht trinken? Ich weiß es nicht. Mit E, ne? Komm gleich runter und knall dir ein. Was bist du jetzt so gereizt, du alter Schmollmopp? Ich möchte dir doch nur helfen. Ich kann nicht trinken. Geil. Sehr komisch. Du hast auch schon so ein bisschen hin und her gewiggelt, also viel. Sonst guck doch mal nach unten, geh den ganzen Graben lang und spam richtig das eh so. Klick, 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 klick. Vielleicht klappt das ja. Oh nein, die kommt direkt auf mich zu. Flachgelegt! Ja, ich hab's immer noch drauf. Kann nicht trinken. Jasmin mit den Frauen läuft bei mir. Da war ich auch noch nicht drin, ne? Das sieht groß aus.
Vielleicht kann es ja mal einer in die Kommentare schreiben, warum ich nicht trinken kann. Blond. Ich weiß auch nicht. Mysteriöse Einwirkung deiner Haarfarbe haben dazu beigetragen, dass du die Hand nicht ins Wasser halten darfst. Bist du noch da? Jasmin? Hier mit oben Menschen nicht. Ein Glück, ich habe schon gedacht, du kommst runter. Ach, das geht nur, wenn man nichts in der Hand hat. Oh mein Gott. Was hast du mir ja auch nicht gesagt? Ich dachte, das ist selbstverständlich. Also hey, du hast doch gesehen, dass ich was in der Hand habe. Ich habe das nicht für voll genommen. Ja, weil du es selber nicht wusstest. Nee, ich habe ja extra meine Hand freigemacht, aber meine Auffassungsgabe, was du falsch machen könntest, war nicht gewährleistet. Du hast keine. Richtig. Naja, habe ich selber rausgekriegt. Jo, du bist ein geiles Huhn. Danke. Läuft erstmal schön hier gegen die Falle. Das habe ich von meiner Mutter geerbt. Genau wie den Bart. Was? So, nicht, da war ich echt noch nicht drinne. Hier Zombie-Köpfe. Da ist ein Huhn. Oh nein. Der ist weg. Da lag ein Stein auf der Straße, Jasmin. Mhm. Das ist ja ein richtiger Brocken. Mhm. Da haust dir aber die Axt kaputt, wenn du darüber fährst, du. Ich sammle mal die Steine von der Fahrbahn. Jasmin? Jasmin? Ja? Was ist im Wald und ruft Aha? Hm. Na, kommst du drauf? Nope. Ein Uhu mit Sprachfehler. Da geht sogar die Musik an. Nee, bei mir ist Totenstille. Bei Man mir hört nicht. Sogar Dagegen die Grillen zirpen jetzt. Nach diesem Witz kam auf einmal Grillengezirpe in meinem Spiel und ein Strohballen ist übers Feld geweht. Und über deinem Kopf war so ein Fragezeichen. Da war eine Glühbirne. Mhm. Ich habe eine Idee. Hä, hier war doch noch ein Vogelnest. War's nicht? Na gut. Dann schauen wir hier mal rein in die Butz. Verdammt. Verdammt. Da war jemand ein bisschen übereifrig auf der Arbeit. Ja, oh, hat einen Kopf verloren. Arbeitssicherheitsschulung nicht bestanden. Habe ich mich erschrocken. Hast du ja. Ja, da habe ich den Huhu gehauen. Da muss ich erstmal festhalten. Ja, der tut weh. Ja, ja. So, Jasmin. Mir hängt eine Nuss zwischen den Zähnen. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Erdnuss. Wann hast du Erdnüsse gegessen? Eben. Warum habe ich keine bekommen? Das fragst du noch? Du bist ein sehr egoistischer Mensch. Ja, sehe zu. Oh nein. Der war ja schneller als ich. Die Rechnung ging gerade so auf.
Gerade. Gerade so. Nicht die? Oh, ist das brutal. Oh mein Gott. Er ist ihn. Na, Level up, ey. Ja, gern geschehen. Ich habe hier übrigens was Geiles gefunden. Hä? Meine Punkte kamen eben erst. Big Hitters. Ich hab 3 Molotow-Cocktails. Mhm. Und einen geheimen Weg nach unten. Oh Gottes Willen. Wieso erschrecke ich mich denn jetzt schon wieder so? Aus der Bahn! Jasmin, du bist aber auch wieder schreckhaft. Hä, und wofür war... Achso, hier ist eine Leiter. Mich fleucht das Gefühl, ich bin in den Secret Room falsch herum reingegangen. Ich bin wieder am Anfang. Das ist ja skurril. Kann ja mal passieren. Ein Fall für die Mythbusters. Hast du das eigentlich früher mal geguckt? Mhm. Ich fand das auch mega interessant. Kennst du die Spaghetti-Kanone? Mhm. Und zwar in Amerika, da war mal ein Tornado. Und da ist ein Italiener, der hat ein Restaurant gehabt. Und der Tornado ist da durchgeflogen durchs Restaurant und hat die ganzen Spaghettis so schnell aufgewirbelt, dass er quasi von seinen eigenen Spaghettis erschossen wurde. Also die haben ihn komplett durchlöchert. Und das wollten die klären und haben da zum Versuch gemacht. Und dann haben sie so eine Spaghetti-Kanone gebaut, womit sie die trockenen Spaghetti schießen können. Und tatsächlich... Könntest du, wenn du mit einem Haufen Spaghettis in ein Tornado gerät, sterben? Die haben Gewicht. Ja, vor allem sind die hart, sind klein und spitz. Einfach sagen, die splittern ja auch. Ja. Nee, es war auf jeden Fall machbar. Was willst du mir jetzt sagen damit? Ich fand's nur interessant, das ist ein interessanter Funfact. Spaghettis können dich töten. Die Hocke bringt mir ja gar nichts, wenn er mich schon gesehen hat. Ich verraff das immer. Nee, es bleibt bei der Tür. Ja. Bei der Tür. Da kurz sie fix nur eins. Die hat aber viele HP. Wer denn? Die Tür. Oder, wie man auf Ostdeutsch sagen würde, die Tür. Die Tür. Die Tür. Würde man so auch sagen. Das ist ziemlich das Einzige, was ich kann. Und Viertel eins. Na, ich will nicht angeben, aber... Ja, und wie ist es richtig, Viertel eins? Viertel nach zwölf. Sicher? Also was heißt richtig? Kommt ja drauf an, wie du sprichst halt. Ja, Viertel nach zwölf ist richtig. Viertel eins heißt, es ist eine Viertelstunde bis um eins rum. Ey, hör mir auf mit der Uhr jetzt, bitte. Ich habe ein Trauma. Ich auch. Ich wurde verprügelt. Gott, die sind nur oben. Ah,
Ja, so, die nächsten Punkte gehen wieder in Ingenieur. Ich versuche das mal so ein bisschen zeitgleich, damit wir basteln können. Naja. Soll er mal, ne? Soll er mal kaken? Karten. Mal kaken? Jetzt komm her, du blöder Geier. Na also. Ist Sunny eigentlich schon mal da gewesen wieder? Nee. Oh. Er hat mich gesehen. Das ist frech. Das. Habe ich irgendwas anderes als. Oh. Ich weiß nicht, was mehr wehtat. Der Schlag von dem Geier, dass ich infiziert bin, oder dass ich jetzt zwei Erste-Hilfe-Kits wegen den Geiern nehmen musste. Oh, du hast es geschafft. Gib mir meine Pfeile wieder. Danke. Guter Junge. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Du bist ein guter Junge. So, jetzt wollen wir mal Tauben schießen hier. Achtung! Mit Pfeil und Bogen. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich ungünstig. Mit dem Wasser finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich fand, das war eine angemessene Reaktion auf den Vogel. Ich brauche mal eine Kletterhilfe. Irgendwie finde ich das nicht gut. Ja, bitte, Jasmin. Nix. Okay. Wo kommt das her? Oh mein Gott. Nein. Nein. Das ist Sparta! Du quatschst aber heute schon wieder ein Blödsinn, ey. Ja, ich habe gute Laune. Und wie Das geht's ist dir nur so? Quatschen. Okay, ich werde dir das Reden nicht überlassen. Was ist denn mit deinem komischen Käfig jetzt hier? Ich musste kurz Holz holen. Dann kann ich den aufwerten. Hä? Der ist doch schon aufgewertet. Aber nicht komplett. Cool. Kann man nur mit Eisen aufwerten? Ich hätte gerne für diese hohen Gebäude einen Fallschirm. Dass ich sagen könnte, so, wenn ich hier oben angekommen bin, seitlich runter. Warte mal. Jasmin, warte mal. Ah, nee. Das sind andere Kisten. Aha. So, so. Hör doch auf! Got you. So, wunderschön. Das brauchen wir. Forge ahead. Ah, gut. Das muss ich lernen.
Haben wir noch was zu essen zu Hause, zufällig? Bisschen. Hm. Woran hapert's? Fleisch oder Eier? Fleisch, warum hakt mein Spiel? Oh. Fleisch. Hab ich nicht? Nee, ich habe kein Hühnchen gekillt. Ich habe voll das nervige Background-Geräusch. Jetzt nicht mehr. Hast du auch manchmal so ein Background-Geräusch? Nee. Nee? Ich habe manchmal ein komisches Background-Geräusch. Hm. Liegt an dir. Meinst du? Mhm. Aber jetzt ist weg. Jetzt ist wieder da. Na, das ist jetzt, komisch. Ja, ist wieder da. Jetzt weg. So, ich komme jetzt mal Richtung Heimat. Sprachfehler mit inbegriffen. Oh, ich habe schon wieder dieses komische Geräusch. Hm. Bestimmt, weil ich hier auf einem gefährlichen Pflaster unterwegs bin. Vier Totenköpfe. Aber da ist bestimmt guter Loot drinne. Könnte ich mir vorstellen. Haben wir noch Honig? Weiß ich nicht. Warum fragst du mich immer alles? Kann ja sein, dass du es rein zufällig weißt. Oder wieder einen Honig in der Tasche versteckst, damit ich den nicht kriege. Verstecke? Ja. Vor allen Dingen, weil ich den vielleicht auch selber brauche, ne? Nein. Nee. Ich bin doch infiziert. Und? Und? Ich gehe noch mal auf die Suche nach einem Baumstumpf, bevor ich nach Hause komme. Fragezeichen. Mhm. XY ungelöst. Vielleicht finde ich ja auch noch irgendwie so ein Reh oder so. Mhm. Nummer zwei Federn. Jasmin. Wie viele Federn hattest du denn weggepackt eigentlich? Wie weggepackt? Ich hab 208. 208. Ach, die hast du noch gar nicht in eine Kiste irgendwo einsortiert. Nee, brauche ich ja für meine Pfeile, ne? Ich hab dir viele Federn gegeben. Möchte ich nur, weil du sagst, meine Pfeile, ich nur so ein bisschen ansprechen hier, ne? Hä, wieso viele Federn gegeben? Als wir letztes Mal unterwegs waren und wir unseren Loot aufgeteilt haben, da habe ich dir so gut wie mein ganzes Hab und Gut gegeben. Ich möchte das nur anmerken, weil du so komisch sagst, meine Pfeile. Ja, ist ja bei mir drin. Aber ich krieg bestimmt ein, zwei ab, oder? Och, das weiß ich noch nicht. Wie war das mit dem Blond? Ich weiß nicht, wie das geht. Was? Ich würde mich nie über deine Haarfarbe lustig machen. Mm. Dunkelblonde Typen, das sind die letzten. Die sind richtig kacke. Und dumm, Jasmin. Und dumm sind die. Vor allem, wenn sie Bart haben. Und Poloshirt tragen. Uah. Und Camp David. Ich habe keine Pfeile. Ach. Steinfallmunition. Ach, Kumpel, ich bin gerade auf der Jagd. Ich kann nicht. Da ist ein heißes Hühnchen. Ich laufe gerade den Chicks hinterher, weißt du? Jetzt kann ich auch Müll durchsuchen. Geil, Dollars.
8 an der Zahl. Busch. Da. Ich hab es gesehen. Das frage ich mich auch gerade. Hier gibt es wirklich so einen Grillenzirpen. Da. Ja. Oh Gott, das läuft immer weiter von der Stadt raus. Ich habe da gesagt. Nein, du. Da. Da. Ja. Da ist es, Jasmin. Ich krieg dieses blöde Hühnchen. Ich töte dieses Huhn, wenn es das letzte ist, was ich tue. Ruhe. Das. Wieso bin ich denn in dieser Staffel so schlecht mit dem Bogen? Ich war so gut. Hast du dir nur eingebildet? Herrgott, noch eins. Ich erinnere dich gerne an unser Sniper-Duell mit dem Bogen. Mhm. Und? Und ein Vogelnest habe ich auch. Und ein Vogel. Mhm. Und ein Vogel habe ich auch, Jasmin. So, ich wollte ja eigentlich Baumstümpfe sammeln, aber hier gibt's keine. Eigentlich solltest du Federn sammeln. Ja, das mache ich ja nebenbei. Das ist doch für mich ein Kinkerlitzchen, ja? Multitasking-fähig. Aber ich erspähe jetzt auch keinen Baumstamm. Ich werde sterben an einer Infektion. Mal wieder. Ich sehe es schon kommen. So viel Müll hier im Wald. Dabei habe ich doch noch gar nicht aussortiert. Findest keinen Baumstamm hier in dieser scheiß Natur mit ihren scheiß ganzen Bäumen hier. Kriegen wir mal hier ordentlich einfach einen Latz. Ich hole den ganzen Dreck hier. Parkplätze. Parkplätze kommen hier hin. Wunderschöne Parkplätze. Ein Klombi. Hier ist eine Eisenmine. Ich markiere das mal in der Map. Eisen. Wie spät haben wir es? Na, was denkst du denn, wenn dieser Sound kommt? Oh. Ich. Na, auch nicht. Mach mich mal auf den Weg nach Hause und nehme mein infiziertes Schicksal einfach hin. Weil ich glaube nicht, dass ich das noch retten kann.
könnte mich hier einsperren. Oh, das ist der Bogen rechts in der Ecke. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, da läuft ein Zombie direkt neben mir. Ach, das ist so nervig, wenn man infiziert ist. Und der Händler hat auch zu. Sonst hätte ich geguckt, ob der Honig hat. Ja, Patrick. So, aber ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zu Hause, Jasmin. Ein Grund der Freude. Yippie-yay. Gepriesen sei der Herr. Ich habe es heile nach Hause geschafft. Jasmin ist glücklich. Alter Schwede. Was machst du hier? Nix. Wieso immer? Warum? Warum immer nicht vor der Tür? Ich wollte mit rein. Egal. Ich, Jasmin, ich wollte nicht streiten. Ich weiß, ich war schon wieder frech und ich hab's vielleicht nicht anders verdient, aber also warte doch. Aber ich dachte, wir machen uns vielleicht einen romantischen und gucken uns den Mond zusammen an. Ich mach lieber das Haus sicher. Aber willst du dich nicht mit mir vertragen? Ja. Gut, wenn das so ist, dann mache ich dein Haus kaputt. Mach's wieder heile. Na gut, ich gehe wieder. Ich sehe schon, meine Nähe ist hier nicht erwünscht. Willst du nicht was anderes sagen? Ja. Um mich glücklich zu stimmen? Na gut. Wenn dem so ist. So, dann würde ich sagen, morgen bauen wir ein bisschen weiter an der Bude. Für heute ist leider schon Feierabend. Ich hoffe, ihr seid aber morgen wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.